jetzt haben wir hier den Fatih stehen vom Black Wolves Fight Club in Wiesbaden. Hallo Fatih, wie geht's dir? Sehr gut, danke schön. Wie geht's dir, Britta? Mir geht's super, immer wenn ich über euch bin. Fatih, wie gefällt dir denn jetzt erstmal die Veranstaltung? Bis jetzt ist alles ganz gut verlaufen für uns. Amar Shawi von unserem Stall hat gewonnen. Max Geier hat sich den Juniorenweltmeistertitel geholt, der WBC. Das war perfekt. Der letzte Kampf von uns ist leider in die Hose gegangen, aber da kommen wir wieder stärker zurück. Aber immerhin einen Kampf gewonnen, Weltkampf. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Gibt's denn jetzt noch Kämpfe, auf die du dich besonders freust? Ja, natürlich. Ich gehöre zu Team Sarah Baumann. Auf sie freue ich mich am meisten. Ahmed Pritiboy Ali, von ihm bin ich auch sehr guter Freund, also den unterstütze ich auch sehr gerne. Wer ist noch auf der Fightkarte? Pierre Rule, auch sehr guter Freund von mir. Ja, den kenne ich schon seit 4 Jahren. Ja, mega. Also hast du viele Kämpfe noch, wo du sagst, hier Daumen drücken und hoffentlich gewinnen dann die richtigen. Natürlich, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie geht's denn bei euch jetzt eigentlich weiter, jetzt wo ihr ja auch der Max gewonnen hat? Wie läuft's jetzt weiter? Also wie es jetzt weiterläuft, wir bleiben natürlich ein bisschen im Training. Der zieht jetzt um nach Mainz, Kostheim zu uns. Dann kann sie sich jetzt besser aufs Boxen konzentrieren. Er fährt ja 3-mal die Woche 1 Stunde. Dann machen wir vielleicht nochmal einen kleinen Kampf vor dem Sommer und dann gehen wir in die Sommerpause. Ja, mega. Und so bei den anderen, wie läuft es so bei dir? Gibt es irgendwelche Projekte, wo du sagst, die laufen jetzt gut an? Ja, natürlich. Also ich betreue sehr viele Profiboxer. Von daher, für mich, ich habe nächste Woche wieder einen Kampf in Köln bei der Motorsport, bei Universum Box Promotion und 2 Kämpfe in Saarbrücken. Also für mich geht es die ganze Zeit weiter, da ich viele Boxer betreue. Ich wollte schon gerade sagen, also es ist echt immer eine ganze Menge los hier bei dir, ne? Ja, wie gesagt, wir sind ja jetzt hier bei Alles oder Nichts, bei der Fight-Nacht von G-Man und vor allem auch vom Rainer Gottwald. Willst du noch irgendetwas sagen zum Rainer, zu der Veranstaltung? Natürlich, ich freue mich immer sehr gerne bei Rainer dabei zu sein, hier mitwirken zu dürfen. Er macht das alles sehr vorbildlich. Ich lerne sehr viel von ihm. Wir sind auch sehr gut. Fast täglich telefonieren wir, egal welche Uhrzeit. Rainer ist immer für einen da. Mit Rainer komme ich sehr gut aus. Und er gibt mir immer auch die Möglichkeit, hier meine Boxer mit zu präsentieren zu dürfen. Und jetzt noch als letztes, was gibst du deinen Boxern mit auf den Weg? Na, weiter, dranbleiben. Es gibt kein Ende. Wir kämpfen weiter. Auf Niederlage oder Sieg. Noch sind wir nicht ganz oben angekommen. Wir haben noch viele Ziele. Das freut uns auf jeden Fall zu hören. Dann sind wir auch gespannt, was noch so alles kommt dieses Jahr. Und bedanken uns für ganz kurz, eins wollte ich noch sagen. Ich liebe mein Herz. Also, wenn das kein schönes Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ciao, lieb. Ja, dann vielen Dank und auch viel Spaß hier auf der Veranstaltung. Alles klar, danke schön.